free-for-all. Complete the mission. It's all up to you now. Throwing C4! Enemy down! Get ready for the next one. We've taken the lead. You're the only one left. Enemy nuke incoming! It's over! This is BO2, bitch! Herzlich willkommen zu meinem ersten Video meiner neuen Call of Duty Black Ops 2 Bomberman Series. Worum geht's dabei? Ich werde versuchen, ein Free-for-All auf jeder Map von Black Ops 2 zu spielen und dabei nur die C4 und das Messer zu benutzen. Mein Klassensetup schaut so aus: Leichtgewicht und Extrembedingungen natürlich, um schnell zu laufen zu können und beweglich zu sein. Dann habe ich Plünderer drin und flinke Hände. Flinke Hände sind dafür da, dass man schneller das C4 auslösen kann. Das ist sehr wichtig, vor allem wenn man eine 1 gegen 1 Situation hat. Ist es meistens unmöglich, gegen eine Waffe zu gewinnen mit dem C4. Wenn man flinke Hände hat, hat man schon irgendwie eine gute Chance. Und dann habe ich Plünderer drin. Da ist allerdings ein bisschen das Problem bei dem Call of Duty Teil hier, dass man, wenn man einen Gegner mit C4 oder ähnlichen Explosionsschäden killt und dann versucht zu plündern, kriegt man keine neue C4. Das heißt, man muss einen mit dem Messer killen, dann kann man wieder das C4 auflösen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger dadurch, aber das wird ja wohl nun wirklich keinen Jacuzzi aufhalten. So, also ich werde mit C4 erstmal versuchen, jeden zu killen, und wenn die ausgehen, dann geht halt eben der Messerwilli auf die Jagd. Beim Messern wären wir auch schon bei einem extremen Punkt, den ich bei diesem Call of Duty Teil sehr, sehr schlecht finde. Ich meine, ist ja schön und gut, dass man die vielleicht Modern Warfare 2 wieder versucht nachzumachen, wo man irgendwie einen Gegner 20 Meter vor ihm sieht, einfach nur auf Messern drückt und dann fliegt man ihm schon an die Kehle, aber hier ist das Messern ja fast schon unmöglich. Und wenn ihr seht, ja, sehr schön. Das ist wirklich ein bisschen spackig. Man muss irgendwie den Gegner genau in der Mitte von seinem Bildschirm haben. Also sprich genau da, wo das Fadenkreuz in etwa wäre. Und wenn man auch nur leicht davon abweicht oder sich nicht genau im richtigen Moment umdreht, dann messert man immer schön daneben. Ich habe auch schon öfters gehabt, dass diese Animation kommt, wo man eigentlich schon in den Gegner hineinmessert. Auch die geht zu 90% bei mir eigentlich vorbei. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nur bei mir liegt, dass ich irgendwie ein bisschen der krasse Mongo bin, aber ich schätze mal eher, nachdem ich das schon vielen Leuten gehört habe, dass das einfach ein bisschen daneben gegangen ist bei den Call of Duty Teilen. Oh, aber hier schöne 180 C4 in your face. Das ist mal wieder was. Guter Trickshot, aber natürlich dann gleich, wie man gesehen hat, auch nicht schlecht vom Gegner. Die C4 schon hingelegt und nur auf mich gewartet. Ah, das ist schon ganz lustig, weil C4 spielen nicht so viele Leute normalerweise, gerade Free-for-All. Aber jetzt lustigerweise bei dem, auf der Map habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, zwei Leute, die mit C4 spielen. Oh ja, nice. Stuck. Das kommt auch nicht so oft vor. Aber, also wie man sieht, ich spiele nicht gegen die krassen Flaschen, wie es so bei jedem anderen Free-for-All-Video immer ist. Wo man schon manchmal irgendwie denken könnte, naja, vielleicht irgendwie auch Bots oder so. Also, die Jungs können ja schon was. Aber man muss auch sagen, ich habe natürlich Glück, dass keiner, was auch öfters vorkommt, Flak Jacket dabei hat. Wenn jemand ein Flak Jacket hat, Explosionsschaden ist natürlich dann geringer, kann man mit C4 nicht unbedingt jemanden killen, muss man zwei C4 benutzen zum Beispiel. Das habe ich auch schon öfters gehabt, das ist dann schon ein bisschen problematisch, aber wie gesagt, soll mich nicht aufhalten. So, jetzt lasse ich mir ein bisschen C4-Kampf da oben. Das ist natürlich so ein Punkt, wo die meisten Leute immer rumbunkern auf der Map hier. Immer schön oben auf den Dächern, ja, da kann man schön campen. Aber ist nicht mein Stil, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ist auch irgendwie nicht, glaube ich, das, was Call of Duty irgendwie, so wie es konzipiert wurde, vorgehabt hat, irgendwie, dass man das Camper-Stil spielt. Aber pff, soll jeder spielen, wie er meint irgendwie. Ich spiele doch mehr lieber diesen Run-and-Gun-Stil, einfach schnell über die Map laufen und die Action suchen. Ja, der kleine Adrenalin-Junkie hier, ich war. Aber deswegen spielen wir ja wohl alle Call of Duty. Sonst könnten wir auch irgendwie keine Battlefield spielen. Oder aber. Nicht wahr. Ja. Auf Free for All, meiner Meinung nach zumindest, macht es auch weniger Sinn, einfach zu campen, um irgendwie, was eigentlich der Sinn der Sache ist, bei Campern meistens oder bei vorsichtigeren Leuten, dass sie irgendwie ihre Killstreak bekommen wollen. Finde ich bei Free for All
recht unwichtig, eigentlich eine Killstreak zu bekommen. Weil für die meisten sind meistens für Freefall überhaupt nicht geeignet. Wenn ich jetzt mal an Counter UAV denke, das ist vielleicht noch irgendwie okay, aber so, ich meine, die höheren Killstreaks zum Beispiel, Chopper Gunner etc., habe ich zumindest aus meiner Erfahrung her, ist beim Freefall eher unwichtig, weil man mit normalen Kills eigentlich eh schon schnell genug das Freefall kriegen kann. Wenn man so spielt wie ich zumindest, dass das dann eigentlich Killstreaks egal sind. Deswegen habe ich auch lustigerweise, ist jetzt nicht absichtlich so, ich habe da glaube ich einen Fehler gemacht, bevor ich das Spiel angefangen habe. Ich habe nur zwei Killstreaks am Start, wie man da unten sieht. UAV, finde ich, ist so das Wichtigste. Kriegt man auch einigermaßen schnell, wenn man noch zum Beispiel Hardliner drin hat. Habe ich jetzt nicht, aber dann 5 Kills kann man auf Freefall schon schaffen. UAV ist dann schon ein massiver Vorteil, muss man sagen. Und ja, Care Package habe ich drin gehabt, jetzt irgendwie, weiß ich warum eigentlich. Was ich jetzt machen will, eigentlich eher unwichtig. Naja, den dritten habe ich jetzt aber vergessen. Ich glaube, da wollte ich gerade irgendwas umschalten, bevor das Spiel angefangen hat. Naja, der krasse Spaß, nicht wahr? Aber Spaß beiseite. Oh, das war ein schönes Messer in den Kopf rein. Ja, der wächst da glaube ich nicht mehr nach. Aber da versuch ich gleich wieder. Ja. Und da haben wir es doch schon. Oh, und das Messer gleich hinterher. Nice, komm. Ja, hier spack ich ein bisschen ab. Da wollte ich den Juli tun. Aber schaff's dann doch noch irgendwie. Ah ja, ist schon ein bisschen hektischer. Ja, 26-19. Schaut auf jeden Fall gut aus. Ah, die ging ein bisschen daneben, die Ziffer hier, aber die nächste glaube ich passt. Jawohl. Das ist doch schön. Ja, jetzt noch 3 Kills am Start. Ja, kein Ziffer mehr. Wie gesagt, Care Package. Ich glaube, das benutze ich auch gar nicht mehr. Das ist ja eh wurscht. War glaube ich nur so Jux und Gaude mal drin gelassen. Oh, da Glück gehabt, ja. Schnell noch entkommen von der C4 und von hinten. Ja, ja. Gut, das mit den Messern, wie gesagt, ist nicht meine Stärke auf dem, in dem Teil zumindest. Aber wird schon. Oh, ich weiß nicht mehr, was ich hier vorhatte, irgendwie 2 C4 doch irgendwie verbraucht, aber was soll's. Schnell hoch. Ah, oben ist mal keiner. Schauen wir mal. Ah ja, für die Fans, nicht wahr? Nehmen wir aufs Care Package, was soll's. Irgendwo in die letzte Ecke pfeffern. Das ist mein Tipp an euch. Da laufen sie dann immer hin wie die letzten Maden irgendwie, wie man jetzt hier sieht. Und dann kann man schön abgreifen. Ja, schön von hinten. Und hier bekommen und den letzten. Ja, nice. Ja, damit habe ich dann auch schon das erste gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, hat es mich gefreut. Schreibt es in die Comments rein, ob ihr vielleicht irgendwie welche Map ihr jetzt als nächstes sehen wollt. Daumen hoch und ja, bis zum nächsten Mal. See ya!